Was geht, Leute von heute? Mein Name ist Rebix und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Und in diesem Video geht es nochmal seit längerem mal wieder um einen kleinen Talk über die vergangene Zeit und noch ein paar Themen, die aufgekommen sind, über die ich auch sprechen möchte oder ja, euch halt mal dran teilhaben lassen möchte. Ein paar Fragen, die aufgekommen sind und so weiter und so fort. Also einfach mal ein kleiner Talk. So, und wir fangen da, würde ich mal sagen, direkt mit einem der Hauptpunkte an, und zwar meine Abwesenheit. Warum bin ich so oft so unregelmäßig am Start? Warum kommt da mal ein Monat nichts oder mal ein paar Wochen nichts? Und ja, also es ist momentan immer noch so, dass ich YouTube nicht Vollzeit mache. Also ich arbeite immer noch ganz normal. Und es gab ja in der Vergangenheit immer wieder auch mal so Zeiträume, wo halt eben eine längere Zeit nichts hochgeladen wurde. Das hatte dann mit meiner privaten Situation bzw. meiner Ausbildung zu tun überwiegend. Und ich persönlich habe immer ein Problem damit, wenn es einen Punkt oder einen Zeitraum gibt, der mich jetzt persönlich sehr, sehr beschäftigt, sich dann noch auf andere Sachen konzentrieren zu können oder da mit vollem Elan dabei zu sein. So, das wirkt sich dann bei mir zum Beispiel auch darin aus, dass ich dann wirklich einfach mal 3-4 Wochen gar nicht zocke. Ja, und wenn ich nicht zocke, dann nehme ich auch nichts auf, logischerweise, weil dann habe ich keinen Kopf fürs Zocken, dann fühle ich Zocken einfach nicht und dann habe ich die Priorität auf anderen Sachen. So. Das ist natürlich blöd, wenn man Gaming-YouTuber ist. Ja? Also das vereinbart sich halt nicht so gut. Ich habe zum Beispiel jetzt in der letzten Zeit auch wieder einen privaten Punkt gehabt, der für mich persönlich wesentlich wichtiger war als jetzt das Gaming. Und deswegen kam auch wieder nichts. Das sind jetzt überhaupt keine schlimmen Sachen jetzt in dem Sinne, sage ich mal. Also was mich persönlich zumindest betrifft. Da müsst ihr euch keine Gedanken machen, keine Sorgen machen. Habe auch schon einige sehr, sehr liebe Nachrichten von euch bekommen und Leute, die sich halt Sorgen machen. Also sorgt euch nicht, mir persönlich geht's gut. Sind halt nur andere Themen, um die ich mich da privat jetzt kümmern musste und immer noch muss. Und die jetzt, ich sag mal so, kopf- und zeitintensiv waren, dass ich jetzt auch erstmal am Sonntag, den 15. für eine Woche in Urlaub fahre mit meiner Familie. Da habe ich auch schon überlegt, euch da ein bisschen mit hinzunehmen, und zwar in Instagram-Story-Form. Ich mache ja so wenig auf Instagram, aber ich dachte mir, komm, derzeit kann ich ein bisschen abschalten, mal wieder einen freien Kopf kriegen und ja, euch vielleicht auch einfach mal an ein paar Momenten da in meinem Urlaub teilhaben lassen. Also warum nicht? Also wenn ihr da Bock habt, mal ein paar Stories zu sehen oder mal zu sehen, wie der Hase im Urlaub ist, dann achtet in der nächsten Woche einfach mal auf ein paar Story-Beiträge von mir auf Instagram und dann versuche ich so vielen zu antworten, wie es nur geht. Ich freue mich auch immer wieder über Nachrichten von euch. Was mich des Weiteren momentan ein bisschen stört, muss ich sagen, ist der aktuelle Gaming-Markt. Ja, also die Spiele, wo ich wirklich viel Hoffnung drin hatte oder wo ich gedacht habe, ey Mann, das ist jetzt endlich mal auch wieder ein Game für mich, wo ich richtig Bock drauf habe, wie zum Beispiel Battlefield 2042. Ja, bin ich so drin aufgegangen eine Zeit lang, bis Level 100 gezockt, auch einiges aufgenommen, aber was habe ich hochgeladen? 1 oder 2 Videos nur. Aber das war so ein Game, wo ich gedacht habe, yo, da ist Potenzial drin, da habe ich Bock drauf, weil ich Battlefield 4 damals schon so gesuchtet habe und ich mag halt diese moderne Kriegszeit und nicht mehr dieses Weltkriegsszenario, aber das habe ich euch ja schon mal erzählt. Ja, aber dass das Game leider mal so den Bach runtergeht, das hätte ich natürlich nicht gedacht. Was mich am meisten stört, ist, dass das Game so komplett unbalanced ist. Also die Amis ziehen gegen die Russen ja fahrzeugtechnisch immer den kürzeren. Was Jet betrifft, was den Super High-End versus den Condor betrifft, also ja, dann die ganzen Lags immer noch, Performance-Fehler, Bugs ohne Ende. Das ist halt traurig so und dann verliert man auch immer mehr so den Elan zum Gaming. Ja, das heißt, es gibt oder gab ja jetzt eine ganze Zeit lang nichts, was einen da wirklich gepackt hat oder ich sag mal, was einen in dem Sinne so gepackt hat, dass man es vielleicht auch hätte auf diesem Kanal bringen können. Weil klar, GTA ist immer noch eins meiner Lieblingsspiele, aber wenn man das halt 9 Jahre spielt und sich halt nach 9 Jahren ja nichts Großartiges wirklich ändert, so, dann ist natürlich irgendwann auch ein bisschen weniger Spielspaß da. Das ist natürlich auch der Grund, warum ich mir das in dem Spiel so angepriesen habe, möglichst vielfältig zu sein, was Fahrzeuge betrifft, Methoden und so weiter und so fort. Und dadurch und natürlich auch durch euch konnte ich mir meinen Spaß immer wieder hochziehen in diesem Spiel, ja, also dank euch habe ich quasi immer wieder eine neue Motivation gefunden, das Spiel noch detaillierter, noch intensiver zu spielen und mir noch Sachen anzugucken, die ich mir vielleicht vorher nicht angeguckt hätte. Denn nur wegen euch bin ich so tief in diesem PvP-Szenario drin und eben auch so vielfältig unterwegs. Und ja, ich würde auch mal sagen, zumindest überdurchschnittlich gut, weil es mir einfach Spaß macht, Leuten was zu zeigen, was beizubringen. Und ja. Kommen wir mal kurz auf das Crew-Thema nochmal zu sprechen. Ich habe das ja damals schon mal gesagt, dass wir keine Crews haben und dass alle Crews, die aktuell
vorhanden sind, dass das Fake Crews sind. So. Viele haben natürlich auch immer gefragt, warum ist das denn so? Der Hauptgrund ist halt leider, wir haben nicht genug Kontrolle über diese Crews. Und das liegt nicht an uns, sondern das liegt leider an diesem beschissenen System von Rockstar mit dem ganzen Nachjoin. Das Einzige, was ich mir damals mal hätte vorstellen können, ist eine Crew, wo wir Leute gezielt suchen, uns diese anschauen, ja, die quasi eine Bewerbungsphase durchlaufen lassen oder so und die dann Teil der Crew sind. Aber dieses große Problem ist dieses Nachjoin und dieses unnötige gezielte Abgefackel. So, unsere Community besteht ja aus PvP-Spielern, PvE-Spielern, Anfänger, Fortgeschrittene, Tuner und so weiter. Da findet sich ja alles bei uns in der Community, weil ich ja ein sehr breit gefächertes Spektrum an Videos auch mache, zumindest was PvP und PvE-Bereich betrifft. So, und dann gab es oder gibt es da natürlich auch immer wieder Leute, die leider persönlich gesehen zu schlecht sind, um sich Gegner auszusuchen auf gleicher Augenhöhe. Nein, die suchen sich dann extra Leute, die dann halt nicht PvP spielen oder wenig PvP spielen, um diese dann in unseren Ex-Crews abzufacken. So, und versteht mich da jetzt nicht falsch. Prinzipiell hätte ich da kein Problem mit, wenn ich wissen würde, dass das Crews sind, in denen halt auch nur PvP-Spieler drin sind, weil ich dann weiß, dass die sich nicht so einfach abfacken lassen. Weil dann gibt es nämlich ordentlich Gegenfeuer und das Witzige ist, es gab ja mal eine Zeit, da war das ganze Nachgejoine ja ein bisschen heftiger, ihr wisst, von welcher Zeit ich spreche. Und da habe ich auch einige Clips geschickt bekommen von eben diesen Hasenjägern, ja, die dann da komplett zerstört wurden von Teilen von euch, die dann halt auch wirklich richtig PvP spielen. Ja, und das war halt wirklich lustig anzuschauen. So ist es nicht. Also, wenn es jetzt, wie gesagt, so eine Crew wäre, wo ich weiß, dass da PvP-Spieler drin sind, dann habe ich auch kein Problem damit. Das Ding ist nur, es sind ja auch viele von euch, die eben kein PvP spielen. Ja, die sind auf meinen Kanal gelandet, weil sie sich gerne PvP anschauen oder die Geldgeiz und Allgemeingeiz auf meinem Kanal feiern. Ja, aber eben kein PvP spielen. Ja, und genau diese Leute werden sich dann rausgesucht und denen wird dann so lange nachgejoint, bis sie die Crew verlassen. So Fälle hatten wir schon. Und wir können dagegen halt leider überhaupt nichts tun, weil es dieses System hier gibt in GTA. Warum auch immer. Wenn man nämlich auf Online geht und dann auf Crews, dann gibt es eine Kategorie, die heißt Crews von Freunden. So, und wenn ihr da jetzt drauf geht, dann seht ihr alle Crews von euren Freunden. Und dann könnt ihr euch die Mitglieder in diesen Crews anzeigen lassen. Und jetzt kommt der Part, der das Ganze halt unmöglich macht, eine eigene Crew zu führen. Zumindest in den Größen, die wir in der vergangenen Zeit hatten. Man kann diesen Mitgliedern einfach nachjoinen, ohne selbst in der Crew zu sein. Das heißt, da muss jetzt nur irgendeiner in der Crew sein, der vielleicht selber nichts macht, selber nicht abfuckt, weil diese Leute konnten wir nämlich rausschmeißen. Nein, der ist einfach nur in der Crew, hat vielleicht noch einen Zweit-Account, wo er seinen Main-Account dann als Freund mit drauf hat. Ja, und dann kann er dieser Crew nachjoinen. Und auch all seine Freunde können dieser Crew nachjoinen zum Abfacken. Und das ist das große Problem. Und da können wir leider nichts gegen tun. Ja, und ich muss halt leider auch sagen, dass es viel von der Gegenseite auch befeuert worden. Ja, also es wurde damals auch zur Beef-Zeit ausgenutzt, dass wir Crews besitzen oder auch ein Discord besitzen. Das ist in so einem Beef natürlich eine wunderbare Angriffsfläche für Community-Aufhetzerei und das wurde halt damals sehr, sehr stark betrieben. Ja, und deswegen habe ich mich dann leider dazu entschlossen, die Crews zu schließen. Ja, um, ich sag mal, Teile von euch da auch irgendwie zu schützen, weil es schon sehr, sehr nervig ist. Man kann dieses Nachjoinen nämlich nicht stoppen. Also auch als einzelne Person nicht, wenn man nicht ganz genau weiß, wie, logischerweise. So, aber der Beef war der Beef damals, der Beef ist rum, da ist alles geklärt, das ist alles alte Geschichte. Das ist aber halt leider einer der großen Gründe, warum es heutzutage keine Crews mehr gibt von uns. So, das hat allerdings nicht gestoppt, sag ich mal, dass wir da damals die Crews geschlossen haben. Nein, dann sind diese Teile der anderen Partei, sag ich mal, auf die Idee gekommen oder Anhänger, wie auch immer, jetzt einfach die alten Crew-Namen von uns zu klauen, ja, oder zu reusen, wie auch immer. Und dann wurden da einfach Crews gegründet und als unsere beworben, um euch da reinzulocken und euch in diesen Crews weiter abfacken zu können, meinen Namen irgendwie schlecht zu machen, unsere Community allgemein schlecht zu machen mit diesen, die Rabbix würden ja nur auf dem Noobbike sitzen und so weiter. Das waren nämlich Leute, die absichtlich in meinem Outfit damals sich auf diese Bikes geschwungen haben und damit Lobbys abgefuckt haben, zuhauf und damit dann alles getan haben, um auch wieder uns und meinen Namen schlecht zu reden. Also unglaublich lächerlich, die ganze Aktion. Und diese Crews gibt es auch heute noch.
Und das sind die Crews, in die auch heute immer noch Leute reinjoinen, weil sie glauben, dass diese Crews von uns sind. Es gibt nicht nur negative Crews, es gibt auch positive Crews, die sich auch nicht als unsere offiziellen Crews ausgeben. Aber ich werde euch die jetzt einfach mal zeigen. Die erste Crew hier ist die Rebix Army mit 1000 Mitgliedern. Wird komplett solo geführt von iRebix. So, sollte klar sein, das bin nicht ich. Das ist irgendein Typ, den ich nicht kenne, keine Ahnung, wer das ist. Diese Crew ist fake. Die nächste Crew ist das hier. Rebix Fam 3 mit einem durchgestrichenen Oppressor-Bild. Anführer Ger Bierlord. Keine Ahnung, wer das ist. Ich habe mir sagen lassen, ist ein Hater von mir. Weiß ich nicht, interessiert mich nicht. Auf jeden Fall auch wieder 1000 Mitglieder. Die Crew ist nicht von uns. So, und dann kommen wir jetzt zur dritten Crew. Und die Jungs hier haben sich richtig viel Mühe gegeben. Die haben nämlich den kompletten Namen kopiert von unserer damaligen zweiten Crew. Unser Emblem konnten sie nicht kopieren, aber der gute Maultier hier, der Anführer 3003 oder wer auch immer das gemacht hat, hat alles versucht, um unser Emblem von der alten Crew nachzustellen. Na, der hat sich wirklich in den Editor reingesetzt und hat das komplett versucht nachzubauen. Dann das Crew-Motto, ganz viel Skill mit Oppressor. Oppressor auch noch falsch geschrieben. Also ist klar, dass das von Jungs gemacht wird, die jetzt nicht die hellsten Kerzen sind, so ist nicht. Aber das ist zum Beispiel jetzt mal so eine Beispiel-Crew von dem, was ich euch vorhin erzählt habe. Der führt das auch nicht alleine, sondern der hat noch zwei Commissioner, ne? Diesen Dark Akula und Melee-Hörder. Das ist jetzt mal einer, den kenne ich sogar. Ich meine, ganz offensichtlich kommen diese drei von der anderen Partei, aus der anderen Community. Und diesen Melee-Hörder kenne ich noch unter dem Heli-Mörder. Und der hat sich da damals auch ganz viel Mühe gegeben. Ich habe mir sagen lassen, der Typ macht sogar TikTok, macht sich da irgendwie übers Lispeln lustig, lispelt selber aber gar nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls, den Typ habe ich mal in der Lobby getroffen. Und der wollte ein 1 gegen 1. So, natürlich nicht auf dem Boden, weil auf dem Boden kann er nichts. So. Also habe ich mich auf seine Kategorien eingelassen. Dann haben wir Dogfight gemacht mit dem Jet. Ich war damals sogar noch schlechter als jetzt im Dogfight. Er hat mich dann einmal geholt und zweimal bin ich gecrashed. So, also ich habe das Dogfight-Match gegen ihn verloren. Ist ja auch alles in Ordnung, so ist das halt mal. Und dann haben wir noch ein Match gemacht im Heli, ja, 1 gegen 1 Heli. Und da habe ich ihn dann 3-0 abgezogen. Er ist nicht gecrashed, nichts. Ich habe ihn dreimal komplett abgezogen. So, was macht er dann? Lädt auf seinem TikTok-Account natürlich nur den Part hoch, wo er da gegen mich im Dogfight gewinnt. Aber das Heli-Match hat er natürlich nicht mit reingenommen. Vor allem, das ist ja auch nicht mal das Schlimme. Das Schlimme war nur so, der kam so ganz wieder nett zu mir an in der Lobby. So. Hat auf Fan gemacht, hat auf, ne, wir machen hier ein korrektes 1 gegen 1 und so weiter. Hatte ich auch überhaupt nichts dagegen und ich habe auch nichts dagegen, wenn ich unterliege, so. Aber wie schmierig ist das denn dann bitte, nur den Part mit einzublenden, wo man dann gewinnt in der Kategorie und sich dann damit zu brüsten, oh, ich habe gegen iRebix gewonnen, so. Da dachte ich mir so, wie schmierig manche Menschen einfach sein können, ne. Und ich meine, das war sogar der Typ, der mir dann noch geschrieben hat auf Instagram, nachdem wir unsere Crews gelöscht haben. So ganz stolz, haha, wir haben jetzt deine Crew übernommen. Und ja, klasse. An dieser Stelle kann ich einfach nur sagen, ja, herzlichen Glückwunsch, Heli Mörder und Co., die anderen kenne ich nicht. Große Frage, die ich mir da immer nur gestellt habe, ist, ja, was habt ihr jetzt davon? Jetzt gibt es hier noch eine Reaktion darauf von mir. Alles im Leben erreicht, oder? Klasse. Naja, egal. War jetzt nur mal so eine Sache, die ich euch mal erzählen wollte, was so da hinter den Kulissen passiert ist oder so gesehen auch vor den Kulissen, was aber viele einfach nicht mitbekommen haben. Apropos TikTok. Also, ich selber habe kein TikTok. Es gibt aber Leute, die meinen Content auf TikTok hochladen. Und nein, ich wurde noch nicht gefragt bis jetzt. Das ist aber auch nicht schlimm, ja. Das heißt jetzt nicht, ihr braucht meine Erlaubnis, wie auch immer. Habt da jetzt nichts gegen. Fände es nur mal cool, wenn dieser eine Typ mit, ich glaube, fast über 50.000 Followern auf TikTok jetzt mit meinem Content mir zumindest mal auf Instagram schreiben würde. Ich glaube, der heißt The Only Scorpion oder so. Also wenn du das siehst, schreib mir doch gerne mal auf Instagram. Ist ja eine coole Sache, dass es da auch so viele gibt, die meinen Content hochladen. Bedanke ich mich ja auch irgendwie für. Trotzdem so, ich sag mal, da mal kurz zu fragen, ob das in Ordnung ist, ne? Da bricht sich keiner einen Zacken aus der Krone, oder? Aber ich sag's jetzt hier trotzdem nochmal offiziell, ich habe da nichts gegen, dass ihr das macht. Aber zumindest mal so eine kleine Nachricht auf Instagram, das wäre doch mal ganz, ganz cool. Generell war TikTok sogar eine Plattform, wo ich vorher immer gesagt habe, so, boah, ey, was ist das denn für ein Rotz? So, erst hieß das ja irgendwie Musical.ly, das war mir damals schon irgendwie ein bisschen zu, ja, ich sag mal, feminin, so, das ist so, ja. Aber komischerweise, und das wird vielleicht einigen von euch auch so gehen,
ist das echt irgendwie teilweise eine saulustige Sache. Da ist auch sehr viel Scheiße drauf. So ist nicht. Aber da ist auch sehr viel lustige Scheiße drauf. Ich habe mir da auch mal so einen TikTok-Account dann gemacht, um einfach mal zu gucken, was das denn ist. Und ja, ich sag mal so, der Algorithmus fängt schnell an zu catchen, was man sich da anschaut. Und das erinnert mich aber teilweise auch immer wieder noch so damals an diese Vine-Zeit oder 9gag, was ich ja auch sehr gefeiert habe. Und je nachdem, was man sich da halt persönlich anschaut, bekommt man halt entweder mehr Mist gezeigt oder eben mehr witzige Sachen. Auf TikTok gibt's viele Leute mit wirklich krassen Talenten, aber da gibt's auch noch viel, viel mehr Leute mit gar keinen Talenten und ja, aber selbst gar keine Talente sind manchmal witzig. Würde mich mal interessieren, was ihr von TikTok haltet. Ich habe da, ich sag mal, eine recht gespaltene Meinung von. Hatte mal eine Zeit, da habe ich mir das länger mal ein bisschen gegeben, weil ich das am Anfang recht witzig fand dann. Aber man merkt halt auch, man verschwendet sehr viel Zeit dran und wirklich was lernen oder so tut man da jetzt nicht. Also eigentlich macht es dich im Kopf wirklich nur Matsche. Aber gut. Ich hatte es ja vorher auch schon mal so ein bisschen wegen dem Gaming-Markt, ne? Und dass es halt auch oft Phasen gibt, wo ich Gaming einfach nicht fühle. Und es ist gerade auch so eine Phase, wo ich dann immer wieder in neue Experimentierphasen komme, wie zum Beispiel auch GTA RP. Es gab einige von euch, die mich mal gefragt haben, ob ich denn auch mal Bock hätte, GTA RP zu machen. Ich habe mir das nie vorstellen können. Und ja, ich spreche hier in Vergangenheitsform. Ich sage mal so viel, ich habe es mir mal angeguckt und ich fand es eigentlich gar nicht so schlecht. Es ist natürlich eine komplett andere Sache als alles, was ich vorher in GTA gemacht habe. Und auch die Leute da drin, da gibt es so viele, die haben das richtige Spiel nie wirklich gespielt. Die wissen gar nicht, was GTA normal überhaupt ist. Die kennen nur RP. Was auch sehr witzig ist. Ich weiß noch nicht, ob ich es so hundertprozentig fühlen kann, dass ich da großartig Content drüber machen könnte, aber ich will es mal nicht ausschließen. Dafür bin ich noch zu frisch in dem Thema. Aber auch hier wieder die Frage an euch, was würdet ihr denn von GTA RP halten? Oder was haltet ihr allgemein davon? Weil das normale Spiel GTA, das, ja, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Dieses GTA Plus Zeug fuckt mich unnormal ab. Ich weiß, dass es eine freiwillige Sache ist. Ich weiß auch, dass man selbst entscheiden kann, ob man da Geld investieren möchte oder nicht. Aber ich habe halt was dagegen, wenn sowas gedroppt wird und die Basic-Probleme in diesem Spiel immer noch vorhanden sind, nicht gefixt wurden, ignoriert werden, gekonnt ignoriert werden sogar und es nur noch ums Geld machen und nicht mehr um die Spielequalität geht und das ist halt scheiße nervig. Ja, die Take-Two-CEOs verdienen auch noch an den Mikrotransaktionen mit, das heißt, dieses System wird sich so schnell nicht ändern. Das geht nämlich auch noch alles in deren Tasche rein. Ja, und da das die CEOs sind, könnt ihr euch vorstellen, ja, wird da leider auch das umgesetzt werden müssen, was die CEOs, ja, die Chefs, von den Publishern wollen. Naja, gibt es denn aktuell gerade irgendwelche Spiele, wo ihr sagt, yo, Revix, das ist es, das feiern wir gerade richtig, das finden wir auch noch cool neben GTA, weil klar, aktuell sieht es halt gerade nicht so gut aus, was den Spielemarkt betrifft. Irgendwie ist alles irgendwo kacke. Die meisten Leute, die ich halt sehe, die zocken Valorant oder Warzone, Fortnite, ja, GTA RP. Und das ist halt auch nochmal das Witzige, ja. Es gibt so viele, die GTA RP spielen und das ist einfach eine Sache, die nicht von Rockstar programmiert wurde. Das sind Fans, die die Games besser machen. Das ist auch das gleiche Prinzip ist zum Beispiel jetzt auch bei Call of Duty der Fall. Da ist jetzt ein Spiel rausgekommen, was zwar nur auf dem PC erhältlich ist, aber was von Fans kreiert wurde, für Fans und was jetzt die ganzen guten Sachen scheinbar aus den alten COD-Teilen kombiniert und was gerade auch sehr gerne von der COD-Community gespielt wird. Das muss man sich mal vorstellen, ja, dass jetzt die Fans anfangen, Spiele zu machen oder zu verbessern, weil es die Publisher nicht mehr hinkriegen. Mega. Ich bin zumindest in der Zukunft mal gespannt, was Dan Hauser macht, der ja ein neues Entwicklerstudio gegründet hat, weil der Bruder hat wohl jetzt auch noch einiges vor, was die Gaming-Industrie betrifft. Ja, da bin ich auch mal gespannt, was da kommen wird. Wenn ich weiß, wer Dan Hauser ist, das ist der Erfinder der GTA-Reihe sowie Mitbegründer von Rockstar Games und eben auch damaliger Vizepräsident von Rockstar Games. Naja, schauen wir mal. Wir gestalten übrigens auch unseren Discord-Server noch ein bisschen um jetzt in Zukunft. Und zwar wollen wir uns nicht nur noch auf GTA fixieren, sondern euch auch eine Plattform bieten für andere Games,
andere Diskussionsmöglichkeiten, neue Channel, woraus man vielleicht auch neue Videoformate machen könnte auf diesem Kanal hier. Mal sehen, was wir da zaubern werden. Könnt ihr gerne schon mal auf unserem Discord-Server vorbeischauen. Der Link ist auch unten in der Videobeschreibung. Und ja, jetzt habe ich euch genug vollgelabert. Für mich geht es jetzt erstmal in Urlaub. Wenn ihr was davon sehen wollt, schaut bei mir auf Instagram vorbei. Dann nehme ich euch mit. Dann verabschiede ich mich jetzt von euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut da rein. Ich bin weg und ciao, ciao.